Hallo und willkommen zurück zu Tokyo Xanadu. Ein Rückblick auf die Ereignisse von vor 10 Jahren. Wahrscheinlich geht das alles jetzt in dem Kopf der Leute vor, innerhalb von Sekunden. Shiori hatte Ko ja noch gewarnt übers Handy, bloß die Stadt zu verlassen. Ich konnte nichts machen. Damals war ich hilflos. Ein Traum. Und wir sind wahrscheinlich noch in einer der Militärbaracken, aber ich dachte, es ging gerade so dramatisch zu Ende, letzte Folge, das 7. Kapitel. Ja, dass wir sofort hätten handeln müssen. Ich bin so froh, dass du endlich aufgewacht bist. Du wolltest einfach nicht aufwachen. Ganz egal, was ich auch versucht habe. Ich habe mir ernsthaft Sorgen gemacht. Ach ja, genau, wir sind noch so weggestürzt quasi, als ob wir... Da dachte ich noch... Als ob sich jetzt irgendwie so ein Dimensionsriss aufgetan hat und wir in so eine andere Welt gestürzt wären oder so. Und wir haben noch versucht, Hiragis Hand zu ergreifen, also Askas. Wo ist denn Hiragi? Direkt neben dir. Ach nee, wir sind im Schrein. Gar nicht bei den Militärleuten. Geht's dir gut? Ja, so grundsätzlich schon. Und wie sieht's bei dir aus? Wie ich hörte, hattest du wohl einen schlimmen Traum. Ja, eigentlich war er gar nicht so schlimm, sondern eher etwas seltsam. Ja, genau, zum Beispiel das Bild, was sich Shiori da ausgemalt hat mit Ko und ihr als König und Königin oder Prinz und Prinzessin. Also hat Toa uns jetzt hierher gebracht? Ja, ich habe euch beide bewusstlos vor dem Schrein gefunden. Ach so, also sind wir nicht in eine andere Dimension gestürzt, sondern quasi nur zum Schrein hierher. Großvater und ich waren in der Lage, euch beide reinzutragen und... Es scheint so, als wären wir hier irgendwo herteleportiert worden. Ja, oder halt so gestürzt durch einen Riss, durch dieses Hohlbeben, durch dieses Dimensionsbeben ausgelöst, dass sich da irgendwie Raum und Zeit, oder besser der Raum verdreht hat. Zeitreisen hatten wir ja hier nicht. Ich schätze, wir sind da in so eine begrenzte Verzerrung, also zeitlich begrenzte Verzerrung hineingeraten. Ja, natürlich erstmal gucken, was ist mit Shiori, was ist mit den anderen. Oh, weia, das sieht nicht gut aus. Wie so ein richtiges Netz. Die ganze Stadt ist eingehüllt. Wahrscheinlich kommt man weder raus noch rein.
Und da oben steht bestimmt noch Shiori. Was ist das Ziel? Ist das hier... Ist jetzt ganz Morimiya ein Tor zur Finsternis geworden? Auch wenn ich es gerade mit eigenen Augen sehe, kann ich es dennoch kaum glauben. Eine Finsternis dieses Ausmaßes. Träume ich etwa? Das ist ja beinahe wie... 10年前と同じ... Ja, それ以上じゃろうな. Vor 10 Jahren, willst du sagen? Nein, nein, das hier ist noch bei weitem schlimmer. Jichan! Kono Morimiya-shi wa ima kakuri o sono mono to kashite oru. Aus Morimiya wurde jetzt das Reich der Verdammten. Es gab ja schon mal sowas, dass Leute verschwunden sind. So ein ganzes Dorf, alle Leute waren weg. Vielleicht ist das ähnlich gewesen, dass das Dorf erst umhüllt wurde durch sowas hier und dann einfach verschwunden ist. Wo ich ja, glaube ich, schon mal vermutet hatte, dass die dann auch in eine andere, also irgendwo anders hin teleportiert wurden. Vielleicht die Leute vielleicht auch in eine andere Dimension gelangt sind. Vielleicht treffen wir jetzt auf Magical Girl Alisa, wer weiß das schon. Und der Turm. Was einst ein Fernmeldeturm war, ist jetzt das Epizentrum dieser Finsternis. Arega. Akros Tower da te? Warte mal, das ist der Akros Tower da drüben? Matte kure. Asoko ni wa. Aber da ist doch. Kochan. Onegai. Hayaku. Machi kara nigete. Are wa ittai nan nan da? Was soll das sein? Saiyaku no hako. Pandora. So yobareru mono sa. Das ist die Büchse der Pandora. Wer hat das gesagt? Achso, da, natürlich, das Lost Child. Onnanoko? Ein kleines Mädchen? Ikai no ko. Das Kind der Finsternis. Hisashiburi ja no. Ah, es ist eine Weile her. Also, Opa kennt wirklich alle. Er kennt sogar das Kind der Finsternis. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Auch nach der ganzen Zeit nicht, oder? Ja, ihr habt euch wahrscheinlich vor 10 Jahren zuletzt gesehen, oder? Ja, lustig, ich könnte das gleiche über dich sagen. Opa, du kennst sie? Ja, wir haben uns kurz mal kennengelernt. Sate, Lemuyo. Pandora to wa nanja? Also, Rem, was ist Pandora? Ja, ich versuch's mal kurz aus Erinnerung zu erzählen. Pandora ist natürlich eine ganz wundervolle Geschichte. Ich glaube, griechische Mythologie. Pandora, eine Zauberin. Und... Es gab dann wohl irgendwie so eine Schachtel, also diese Büchse der Pandora, wo dann Geheimnisse drin sein sollten, aber die durfte niemals geöffnet werden. Und entweder wurde sie dann geöffnet und dadurch kam dann Unheil auf die Welt, oder es wurde nur angedroht, wenn man sie öffnet, dann kommt halt Unheil über die Welt. Und das ist natürlich dann gerade in Sachen Wissenschaft immer so, wenn dann irgendwas erforscht wird, wie zum Beispiel die Atomkraft, dass dadurch natürlich dann auch eine Atombombe entsteht oder ermöglicht wird. Das ist dann ja auch immer sowas wie die Büchse der Pandora, also etwas, wodurch, also Wissen, wodurch Unheil in die Welt gelangen kann. Das war
Dieser Turm selbst ist die Büchse des Unheils. Wenn es an der Zeit ist, wird sich der Deckel öffnen und das Desaster wird über die Welt hineinbrechen. Ein Desaster, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Ein weiteres Tokyo Twilight Desaster? Ja, wahrscheinlich noch schlimmer. Vielleicht kann die ganze Welt davon betroffen sein. Letztes Mal waren es ja nur so rund 30.000 Tote. Ja. Nein, dieses Mal wird es viel, viel schlimmer. Dieses Mal wird das ganze Land davon betroffen werden. Also ganz Japan hat, ich glaube, über 100 Millionen Einwohner. Ganz so, als ob eine endlose Nacht über das Land zieht. Ah, das klingt nach einem Desaster, was ganz Japan betrifft. Ja, und was können wir jetzt tun? Vielleicht verhindern, dass sich der Deckel öffnet. Was können wir tun, um es aufzuhalten? Es ist eigentlich ganz einfach. Warte. Ist das vielleicht eine Entscheidung der Moral? Sollen wir jetzt Shiori umlegen, damit das alles nicht geschieht? Und hat vielleicht Goro einmal dieselbe Wahl treffen müssen? Du musst nur den Schuldigen besiegen. Oder den Unheilsstifter, der sich innerhalb der Box befindet. Es ist ganz genauso wie in den Labyrinthen, in denen du zuvor warst. Ist beinahe so, als ob sich Rem diese ganze Sache überlegt hat, so als Spielchen. Aber das, ich glaube, Rem ist nur ein unschuldiger Beobachter. Oder unbeteiligter Beobachter. Ja, beteiligter schon, aber nicht der Verursacher. Isrenisseo. XRC の延長ってわけだ。Ah, scheint so, als wäre XRC wieder zurück im Spiel. だったら確かにやることは同じだな。Eigentlich hat sich gar nichts verändert. なんとか他の連中と合流して、体制を立て直して。Wir müssen jetzt erstmal die anderen finden. あのデカブツに乗り込むしかねえってわけだ。Dann werden wir in den Turm eindringen. 行こうぜ、ヒラギ。Also auf geht's, Hiragi.ええ、もちろんよ。二人とも。さすが君の血を引くだけはあるね。Ja, ich habe auch nichts anderes von euch erwartet. ここまで無鉄砲ではなかったつもりじゃが。Ich kann mich gar nicht daran erinnern, so ungestüm gewesen zu sein.Nun denn, wie immer werde ich das Ganze beobachten. Wie eure Wahl dann das Schicksal beeinflusst. Ja, Schicksal steht nicht fest, man hat die Wahl.
das letzte Kapitel, die endlose Nacht, die wir verhindern wollen. Ja, 8 Kapitel, also. Und selbst der Kalender hat schon Störungen durch das elektromagnetische Feld, was vom Akrosturm ausgeht. Als ihr bewusstlos wart, bin ich in die Stadt gegangen, um zu sehen, wie es da läuft. Ich habe mich auch dieser Pandora-Sache ziemlich nähern können. Es scheint da eine deutliche Barriere zu geben, die den Turm beschützt. Und die ist mächtig genug, dass man da nicht mit brutaler Gewalt einfach einbrechen kann. Das ist so ein bisschen wie bei dem Turm da in im zweiten Teil von Trails of Cold Steel, also in dem Schloss. Das Schloss war ja auch durch so eine Barriere geschützt. Hat Emma uns damals reingelassen? Weiß ich jetzt gar nicht. Osoraku, Kagi to naru no wa machi ni arawareta 3 bon no hashira jaro. Ich vermute, um die Barriere einstürzen zu lassen, muss man sich um die 3 Säulen kümmern, die in der Stadt aufgetaucht sind. Es scheint auch eine große Menge spiritueller Energie von den Säulen zum Turm zu fließen. Und diese Kraft scheint die Barriere mit Energie zu versorgen. Also wenn wir uns um die Säulen kümmern, machen wir uns damit den Weg zum Turm frei. Ja, zumindest höchstwahrscheinlich. Die Säulen befinden sich am Bahnhof in Horaichu und im Memorial Park. Aber um ehrlich zu sein, an irgendeinen dieser Orte zu gelangen, wird eine ganz schöne Herausforderung werden. Danke für die Information. Jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Spirituelle Energie, Barrieren, all das. Du wusstest die ganze Zeit von der Finsternis, oder? Ja, wie alle. Naja, ich kenne ja Seijuro nun schon für eine ganze Weile. Also Seijuro ist ja der Chef von Hokuto. Mitsukis Großvater. Und ich verfolge auch die Aktivitäten von XRC. Ach echt? 10年前も東京都心で夕闇との戦いに参加してな. Vor 10 Jahren waren wir Teil der Schlacht gegen das Zwielicht, was ganz Tokio bedrohte. Trotz der Verluste war ich insgeheim stolz, dass ich in der Lage war, Morimiya gemeinsam mit meinen Enkelkindern zu beschützen. Ich bin sicher, dass es deinen Eltern genauso geht. Hi. Oji-chan. Aber
わしも清十郎も全く予期できておらんかった。Allerdings haben weder Seijuro noch ich dieses Ausmaß an übernatürlichem Phänomen vorausgesehen. Yūyami no otoshigo to wa kotonaru shin no genkyō ga ita. Und es gibt einen wahren Grund, der nichts mit der Brut des Zwielichts zu tun hat. Sonna mono ga ima made kage mo katachi mo misezu ni hisonde otta nado shōjiki shinji gatai kurai ja. Ja, und mir geht's da genauso wie Kos Opa. Ich finde es immer noch schwer zu glauben, dass so etwas die ganze Zeit unter uns lauerte, ohne sich selbst zu erkennen zu geben. Nun, es ist wie es ist und es ändert nichts daran, was wir jetzt tun müssen. Wenn Hiragi, ich und alle anderen von XRC zusammenarbeiten, können wir alles überstehen. Natürlich, wir müssen die anderen aber erstmal finden. Und zwischenzeitlich können wir noch Informationen sammeln, während wir uns zu den Säulen begeben. Also trotz allem wollt ihr einen Schritt nach vorne tun? Ja, was sollen wir sonst machen? Wir könnten gar nicht aus der Stadt fliehen, wenn wir wollten. Wir können uns jetzt hier auch nicht unserem Schicksal ergeben. Irgendwas müssen wir ja machen. Naraba, mohaya nani mo yūmai. Onore to nakama wo shinjite susumu ga yokaro. Da ihr jetzt beschlossen habt, was ihr tun wollt, bedarf es keiner weiteren Worte mehr, außer vertraue in dich selbst und in deine Freunde. Kōkun, Asuka-chan mo, toriaezu kore o motte itte. Oh, ist das Wegzehrung? Go, Asuka, nimmt das mit. Tatsächlich, so drei Lunchboxen. Für wen ist die dritte? Kore wa? Toane. Kommon toshite kono kurai shika yōi dekinai no wa chotto hagayui kedo. Ja, es ist ein wenig schade, dass ich als eure Beraterin nicht mehr für euch tun kann. Watashi mo junbi o sumasetara gakuen no hou ni mukau tsumori da yo. Sobald ich mich fertig gemacht habe, werde ich zum Campus gehen. Kiyotsukete ne. Also passt auf euch auf. Das heißt, wir können die anderen Stadtgebiete schon auch noch erkunden. Wahrscheinlich müssen wir erst alles andere erkunden und dann zum Bahnhof Morimiya Memorial Park und Horaichu gehen. Hi, Sensei, mo kiyotsukete. Ja, passt du auch auf dich auf, Thor. Arigato na. Itte kuru. Danke, wir gehen jetzt. Ja, den Leuten scheint es ja ganz gut zu gehen hier. Alles wie immer. Ich frage mich, ob die Läden aufhaben. Es scheint so, als ob Leute hierhin geflüchtet sind. Ja, es scheint so, als ob jetzt die Greed schon auf den Straßen umherlaufen. Okay, das ist natürlich schon doof. Für die normalen Leute. Durch die Straßen zu laufen, wird jetzt alles andere als normal sein. Ja, das Telefon und Internet scheint auch tot zu sein. Okay, gehen wir. Gut, gehen wir erstmal nochmal hier rein. Ich glaube, wir haben aber kein Level gemacht in unseren Attributen.
Okay, Thor will zur Schule, um sich um die Leute da zu kümmern. Und ihr wird schon nichts passieren, denn Opa hat ihr was Besonderes gegeben. Und zwar hier einen seltsamen Zettel. Hey, das ist doch ein Fujutsu-Charm, oder nicht? Ja, genau. Und es hält Monster ab. Solange sie den hat, kann sie sich vor den Greeds verstecken. Naja, Tova hat ja auch ein paar Kampffähigkeiten. Ich denke, sie kommt schon zurecht. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Stadt gefährlich ist. Also sei vorsichtig. Ja, weiß ich doch. Aber da ihr beiden so viel für die Stadt tut, muss ich ja auch meinen Teil dazu beisteuern. Und was Rem betrifft. Es ist schon viele Monde her, seitdem ich sie zuletzt gesehen habe. Nur Monde oder Jahre? Also viele Monde kann ja auch sein vor einem Jahr. Ich muss zugeben, es überrascht mich, dass ihr beiden euch kennt. Ja, das erste Mal habe ich sie vor Jahrzehnten getroffen. Also nicht nur vor einem Jahrzehnt, sondern vor mehreren Jahrzehnten. Nachdem Sijuro und ich dann mehr mit der Finsternis zu tun hatten, sind wir ihr öfter über den Weg gelaufen. Ich bin zwar nicht in derselben Liga wie du oder wie ihr alle, aber ich war ein wenig ungestüm, als ich jung war. Also das heißt, als er in großes Alter war, also vielleicht so vor rund 50 Jahren. Und vor 50 Jahren? Nee, Kriegsende war noch weiter zurück. Oder ist der jetzt noch älter? Ko ist ungefähr 17. Das heißt, vor 60 Jahren. Dann könnte der Opa 77 ungefähr sein. Das würde auch noch gehen. Vor 60 Jahren. 2015 minus 60. Ist trotzdem 1955. Ist auch nicht Kriegsende gewesen. Das heißt, wenn der Opa jetzt tatsächlich so rund 87 wäre, dann könnte er halt gegen Ende des Weltkriegs in Kos Alter gewesen sein. Ja, ich bin schon über die Überraschung hinweg, bin jetzt wahrhaft schockiert. Ja, mich überrascht schon gar nichts mehr. So, wir haben nichts zu reporten, aber ich will trotzdem mal kurz gucken. Das wird wohl schwierig, da noch irgendwas zu erreichen. Ich weiß nicht, ob wir noch Bücher finden oder vielleicht noch Wisdom auf 5 bringen. Ich habe es halt auch mal ein bisschen falsch beantwortet, bestimmte Sachen leider. Zuletzt, da will ich mir auf jeden Fall noch mal ein Blessing für diesen schlimmen Tag holen. Das Ende der Welt, ja. Kann passieren, dass es das Ende von Japan wird. Aber wir werden das schon versuchen zu verhindern. Und nicht nur versuchen, wir werden das schaffen. Wie kann Sanai bei der ganzen Sache so ruhig bleiben? Ja. Ach so.
Handwaschbecken hatte ich schon ganz vergessen. Oh, schön, dass du wieder wach bist. Das ist vielleicht schwer zu glauben, aber ganz Morimiya ist jetzt in einer Finsternis verschluckt. Du weißt wohl alles, was? Ja, wie ihr schon ratet oder richtig geraten habt, weiß ich von der Finsternis Bescheid. Das kommt halt so, wenn man halt die Schreinmaid von Murakumo ist. Ja, ich habe ja schon Gerüchte gehört über den großen Murakumo-Schrein. Ja, ich bin auch gut informiert, was ihr und Toa so bei den letzten Vorfällen geleistet habt. Ihr habt euch gut geschlagen. Trotz der Widrigkeiten, denen ihr euch entgegenstellen musstet, ehrlich gesagt, hatte ich mir schon Sorgen um euch gemacht. Ja, sorry deswegen, aber schön, das von dir zu hören. Sanae, ich hoffe, ich kann auf deine Unterstützung zählen. Ja, natürlich. Ich kann zwar keine Greeds bekämpfen, aber genau wie Master Sosuke werde ich alles tun, was ich kann, um euch zu helfen. Bitte seid vorsichtig in der Stadt. Okay, weil das hier ein heiliger Ort ist, kommen die Greeds hier nicht so hin. Gibt es neue Sachen? Nein. Die drei Sachen habe ich schon gekauft. Also, bevor wir dann ja quasi im letzten Kapitel da in die Kämpfe gegangen sind, da hatten wir auch ein schönes Teil draus machen können. Ich weiß gar nicht mehr, was da noch draus entstanden ist, aber das konnte man zusammensetzen. Dann können wir uns jetzt noch ein Fortune kaufen. Blessing, das ist wunderbar. Thank you.